In edlem Ambiente begann am 10. August die nächste Etappe des SCM-Pressemarathons. Zum Start der Kampagne »Ein starkes Team für Sachsen-Anhalt« waren nicht nur Regierungsvertreter, sondern auch viele andere Größen aus der Sportszene Sachsen-Anhalts in die Staatskanzlei gereist. Neben dem Präsidenten der international äußerst erfolgreichen Zerbster Kegler waren auch die Manager von SCM, FCM und des Halleschen FC zu Gast. Die Kampagne selbst dreht sich um ein Team ausgesuchter Sportler aus dem Land, die als Vorbilder und Leitfiguren dienen sollen. Der SCM schickt dabei die beiden Ur-Magdeburger Matthias Musche und Bennett Wiegert ins Rennen, unterstützt von Robert Weber. Der ist zwar eigentlich Österreicher, fühlt sich in Magdeburg aber mehr als zu Hause. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist auf jeden Fall zur Heimat geworden, man kann sagen, Wahlheimat. Ich bin natürlich Österreicher, ich bin auch gerne zu Hause in Österreich, aber ich habe einen Magdeburger Junge hier zur Welt gebracht, also meine Frau, nicht ich. Er ist Magdeburger Junge und wie gesagt, ich bin jetzt das 8. Jahr hier und werde noch 2 weitere bleiben. Und wie gesagt, würde ich mich nicht so wohlfühlen, wäre das wahrscheinlich nie passiert. Wie gesagt, was dann später passiert, ob ich mich hier wirklich am Ende heimisch mache, das wird man sehen. Aber wir fühlen uns wirklich heimisch hier, fühlen uns sehr, sehr wohl. Magdeburg und auch das Land Sachsen-Anhalt ist eine sehr, sehr schöne Region. Und wie gesagt, ich bin nicht umsonst so lange hier geblieben bisher. Zurück zur Kampagne. Über Facebook und andere klassische Medien sollen die Vereine Inhalte publizieren, im Mittelpunkt ihre Sportler als Identifikationsfiguren. Das Ziel der Kampagne ist dabei gar nicht weit vom Sport entfernt. Es geht in der Kampagne vor allen Dingen darum, das Team, den Teamgedanken zu stärken, das Team Sachsen-Anhalt zu transportieren. Hier in dem Falle über Spitzensport in der zweiten Phase, die im September losgeht, auch über den Breitensport. Die zweite Phase ist eine Mitmachphase, in der Vereine, Teams aller Art sich präsentieren können durch Einsendung eines Fotos, durch Auswahl eines Spruches. Und dann können sie auch an einem Wettbewerb teilnehmen. Da gibt es dann Preise aus dem Sport zu gewinnen. Der Kampagnenstart zum jetzigen Zeitpunkt ist auch angelehnt an die Olympischen Spiele in Rio. Die Erfolgsquote der deutschen Sportler ist dort allerdings noch ausbaufähig. Ein Fakt, der auch dem für Sport zuständigen Innenminister Holger Stahlknecht nicht verborgen geblieben ist. Ja, das muss besprochen werden. Da bin ich offen. Das Team Rio bestand aus über 30 Sportlerinnen und Sportlern. Am Ende sind von denen nur sehr wenige gefahren und bislang war das auch nicht sehr erfolgreich. Das muss hinterfragt werden. Ich mache den Sportlern keinen Vorwurf. Das sind keine Maschinen und manchmal entscheidet Tagesform und Glück und Wind und alles, was dazugehört. Aber das ist ähnlich wie bei Fußball oder Handball. Auch ein Trainer muss sich messen lassen an dem Erfolg. Und auch ein Olympiastützpunkt muss dann für sich hinterfragen lassen, ist alles richtig gemacht? Wenn die Botschaft ist, wir können zukünftig nur noch 10 Leute nach Olympia schicken, wir sind nicht mehr international wettbewerbsfähig, dann muss man das feststellen, aber das wäre eine schlechte Botschaft. Vorerst steht aber die Kampagne »Ein starkes Team für Sachsen-Anhalt« im Vordergrund. Während die Medienvertreter sich schon an die Arbeit machten und Interviews sammelten, klopfte der nächste Termin für den SCM schon an die Tür. Szenenwechsel also zur GTEC Arena. Die trägt schon seit einigen Jahren den Namen der regionalen GTEC-Gruppe und wird es auch noch mindestens für die nächsten 5. Um das Engagement zu verlängern, waren der geschäftsführende Gesellschafter der GTEC-Gruppe, Dr. Karl Gerhold, MVGM-Geschäftsführer Steffen Schüller und SCM-Manager Marc-Henrik Schmäh zusammengekommen. Mit einem symbolischen Handschlag wurde die Zusammenarbeit besiegelt. Für Herrn Dr. Gerhold ist das fast schon selbstverständlich. Er sieht den Magdeburger Handball auf einem guten Weg. Ich denke, wir haben hier unter unserem Manager Marc Schmidt und unserer Vereinsführung in den letzten 5 Jahren den Handball wieder auf die Füße gestellt. Nicht? Wir sind schuldenfrei. Ja, und jetzt muss nach vorne gehen. Nicht? Und da sind wir dabei. Und wir wollen an unserem Etat hier arbeiten, den aufstocken. Und ich denke, das Ziel ist einfach Champions League in den nächsten Jahren. Während die drei Geschäftsführer noch eine lockere Runde Passspieltraining einlegten, springen wir in der Zeit kurz vorwärts auf den Abend. Wir bleiben in der GTEC Arena und wandern in den VIP-Bereich, denn hier fand die alljährliche Auslosung der Sponsoren für die Trikotbrust statt. Traditionell wird jedem der 17 angetretenen Sponsoren ein Gegner zugelost, gegen den der Sponsor dann auf dem Trikot verewigt wird. Die Losfee, die die Ziehung vornahm, war in diesem Jahr Kreisläufer Zielko Musa. Das Prinzip, diese Werbefläche zu verlosen, anstatt sie fest zu vergeben, entstand schon vor einigen Jahren und ist normalerweise nicht üblich. Auch in der Liga sucht dieses Vorgehen seinesgleichen.
Ja, es gab mal in Lemgo eine andere Fläche, die ähnlich vergeben worden ist. Ich glaube, auf dem Trikot Brust ist es das nicht, aber es ist eben auch ein Abbild unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten, dass wir eben nicht diesen einen großen haben, was auch gut ist. Ja, das verteilt das Risiko entsprechend und zeigt halt die Wirtschaft, wie breit sie aufgestellt ist hier. Und es gibt eben sehr mal interessante Zuhörer, wenn ich davon berichte, alleine weil wir ja schon 1000 Trikots brauchen pro Jahr. Werbeflächen verteilt, Sponsoren glücklich, Pressetermine geschafft. Zumindest für heute, aber die Saison hat ja noch nicht einmal richtig angefangen.